Macht euch das klar. Alle Autonomiebestrebungen sind Kriegserklärungen an die Quelle. Ich kriege das allein hin. Ich schaffe das viel besser. Ich kann es besser. Und dann muss in mir ein Schuldkonflikt eben schwelen und in meinem Innersten sein, weil ich spüre, jetzt läuft was schief. Das ist der Wahnsinn. Ja, ich fürchte mich vor der Quelle. Das ist völlig verrückt. Ich fürchte mich vor dem, der mich geschaffen hat. Meine eigene Quelle wird für mich zum Feind. Na, das sind Albträume. Das muss man sich erstmal einfallen lassen. Sowas muss man erstmal hinkriegen. An so einen Unsinn zu glauben. Dass ich spüre, dieser Gott, den ich erschlagen habe, wird von den Toten auferstehen und wird aus den Gräbern aufsteigen, wie es die besten Stephen King Romane laufen, ja, und dann kommen sie, ne, die Zombies. Das sind ja alles Bilder, archetypische Bilder. Stephen King ist ja nicht blöd. Woher kommt denn das, was der sich da ausdenkt? Und das sind so die schlimmsten, also Romane, die kann man sich, wer schlaflose Nächte will, Stephen King, schaut, Shining und diese ganzen wahnsinnigen Filme, Verfilmungen dann, ja. Das ist ja Adrenalin, Stress, Angst pur. Pur. Will ich mir das antun? Es zu untersuchen als Phänomen ist spannend, tiefenpsychologisch, weil es unseren Urkonflikt mit der Liebe spiegelt. Wir alle fürchten die Rache des Erschlagenen, der von den Toten aufersteht und jetzt zum Krieg bläst, gegen mich. Gegen wen denn sonst? Weil ich weiß ja, was ich getan habe. Auch wenn ich das verdrängt habe. Die Verdrängung funktioniert ja nicht. Jetzt kommt wieder die Erinnerung, da war doch was. Und jetzt, ja, jetzt kommt der Gegenschlag, ne? Counter-Strike. Genau. CIA gegen, ne? Oder was? Amerika gegen. Und der gegen den und so weiter. Und irgendwann gerate ich dann zwischen die Fronten und bin zermahlen. Das ist alles wahnsinnig. Das ist aber Ego-Politik. Weil so wird das Spiel der Trennung aufrechterhalten. Trennung kann nur aufrechterhalten werden, wenn wir an Trennung glauben. Und sagen, ich bin nicht der andere. Der ist schuld, dass es mir so schlecht geht. Ich habe mit ihm nichts zu tun. Nur so funktioniert das Spiel der Trennung. Der bittere Groll. Wichtiges Thema. Es würde nämlich lieber direkt angreifen. Das Ego greift am liebsten direkt an, ja? Und vermeiden, das zu verzögern, was es wirklich will. Doch erkennt das Ego die Wirklichkeit in Anführungsstrichen so an, wie es sie sieht und begreift, dass niemand den direkten Angriff als Liebe deuten könnte. Ja, allerdings ein bisschen schwierig. So, und jetzt kommen wir wieder auf die besonderen Liebes- und Hassbeziehungen. Ja? Man greift nicht direkt an, indirekt. Ich mache, das ist das beliebteste Spiel, ich mache dem anderen Schuldgefühle. Du, mir geht's wieder so schlecht. Ich weiß genau, das muss mit dir zu tun haben, Schatzi. Also ich glaube, du machst mich krank. Ja, merkt ihr das? Und der andere zieht sich diesen Schuh ja schnell an, den Schuldschuh. Und spielt das Spiel mit. Der sieht gar nicht, dass alles, was ich fühle, ich selber in meinem eigenen Geist produziere. Das ist eine der wichtigsten Maßnahmen, Erste-Hilfe-Maßnahmen bei Paarkrisen. Ne? Ich sage, niemand ist für die Gefühle des anderen verantwortlich. Ich bin nur für meine eigenen verantwortlich. Und wenn es mir schlecht geht, bin ich dafür verantwortlich. Also kann ich es auch ändern. Denn dann habe ich die Macht, dahin zu schauen. Ja? Aber ich bin auch nicht verantwortlich dafür, für den anderen, wenn es dem schlecht geht. Im strengen Sinne, geistig gesehen, eben nicht. Das macht er mit sich selber. Wir sind ja kleine Genies, ne? Im indirekten uns selber angreifen. Autoaggression nennt man das. Jeder greift sich selber an. Das machen wir alle. Es gibt Leute, die schlagen zum Schluss ihren Kopf gegen die Wand, ne? Bis er blutet. Genau, ein bisschen wahnsinnig alles, aber das gibt's ja. Oder fahren dann Auto und überholen, wo der Gegenverkehr schon ein bisschen zu nah ist. Naja, und dann fahren sie gegen Baum oder gegen das Auto. Ja, das ist alles verrückt. Für mich ist das wahnsinnig, was manche Menschen so tun und machen da, ja, auch so manche Extremsportarten, da frage ich mich schon, wollen die sich liquidieren? Ob ich mich totsaufe oder das mache, ja, oder die Firma gegen die Wand fahre oder sonst was. Es ist alles dasselbe. Schuldig machen aber ist ein direkter Angriff, auch wenn es nicht so aussieht. Denn die Schuldigen erwarten Angriff. Und da sie ihn erbeten haben, zieht er sie an. Oh, das ist ein wichtiger Satz. Das ist ein ganz, da könnte man ja
allein schon alles dran aufhängen. Denn die Schuldigen erwarten Angriff. Weil wir ein Problem, Ebene 2 hier im Bild, mit der Liebe haben, fühlen wir uns schon schuldig und ziehen wahnsinnige, kranke, besondere Liebes- und Hassbeziehungen an. Wir machen das alles selber. Warum? Weil wir vorher schon wahnsinnig sind. Nicht erst nach dem Traualtar. Wahnsinnig waren wir schon vorher. Ja? Wahnsinnig kommen wir schon in diese Welt. Das Kind, das schreit, sagt schon, ich war es nicht. Und es hat Hunger. Es ist zu wenig. Ich krieg zu wenig, zu spät. Es reicht nicht. Ist alles blöd hier. Das ist ja auch schon verzweifelt, das Kind. Die Traumatisierung mit der Geburt, nach der Geburt und was dann alles kommt. Ist ja alles schon die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Ist alles schon, ja. Die Geschichte liegt aber weiter zurück auf Ebene 2 im Geist. Da liegt das Problem, mein kleines Problem mit der Liebe. Und wenn wir das mal verstanden haben, können wir in einen Dialog treten mit der Liebe und sie bitten, dass sie das Problem und das Missverständnis in uns heilt. Das ist die Chance, die wir haben. Und wenn das Paare miteinander machen, na genial, da würde ich doch sagen, die haben eine Chance auf die goldene Hochzeit. Ja, ohne weiteres. Und darüber hinaus, wie auch immer, ne? Nur als Bild mal. Ja? Denn die Schuldigen erwarten Angriff. Warum werden Menschen angegriffen? Ja, wie kann es denn dazu kommen? Machen die da auch selber was, die armen Opfer? Das darf man jetzt nicht laut sagen, ich weiß, ja. Also, es ist nun mal so. Wir sind verantwortlich für das, was wir erleben. Ja, einem Opfer, das Opfer ist, hilft das in dem Moment nicht viel. Das darf man so dann in der Situation nicht sagen, ja. Das kann man sich denken, aber das hilft in dem Moment nicht. Aber wir wollen hier neu die Sache betrachten. So, wenn wir keine Opfer sein wollen, müssen wir den Schuldkonflikt in uns heilen. Und auf die Idee von Schuld und Trennung verzichten. Auch auf die Idee der Anklage. Einer der wichtigsten Sätze eines Kindes vor seinen Eltern lautet, ich verzichte auf die Anklage. Weil die meisten klagen ja ihre Eltern an. Ja, ihr habt doch das gemacht. Ich kann doch nichts dafür. Weil ihr da und da musste ich kommen und ich bin dann verantwortlich für eure Ehe und alles Unsinn und ich kann nicht und ich will nicht und ihr seid schuld. Ja, ja, keiner ist schuld. Es ist alles schon in sich vorher verrückt. Das ist wichtig zu sehen. In solchen wahnsinnigen Beziehungen scheint die Anziehungskraft dessen, was du nicht willst, viel stärker zu sein als die Anziehungskraft dessen, was du willst. Genau, im Oberstübchen sagt doch jeder, aber ich will doch nur Liebe. Ich will doch nur Geborgenheit. Ich will doch. Und warum habe ich jetzt einen Mann, der säuft und mich schlägt? Ich verstehe das gar nicht. Ja, weil das eigentliche Problem zwei Etagen tiefer liegt, im unbewussten Bereich. Dort fühlen wir uns eh schon schuldig. Denn wer kann denn sich vorstellen, ja, die Liebe steht vor ihm und er sagt ja, er oder sie. Sagt ja, ich nehme sie. Wenn das der Ernstfall ist und wir erleben das, und da gibt es auch genügend Beispiele, ja, nicht, dann sage ich den Leuten, ja, wenn dein Traumprinz jetzt kommt, na, du wirst schon dafür sorgen, dass die Sache schief geht, gell? Das wirst du schon hinkriegen. Ja, klar, den greifen wir dann auch an, weil wir ja zutiefst frustriert sind. Das sind wir schon vorher. Der hat doch gar keine Chance. Der kann uns das Paradies schenken, so ungefähr. Himmlische Verhältnisse, auch materiell, wie auch immer. Ja, seelisch, körperlich, geistig, was auch immer. Ist ja alles schön und gut. Darf ja sein. Aber werden wir es nehmen können? Werden wir das aushalten können? Das ist ja die spannende Frage. Wer kann die Liebe nehmen? Sie empfangen? Das ist ja eine der wichtigsten Fragen. Wir werden schon dafür sorgen, dass sie uns wieder verlässt, diese Liebe. Und dann sitzen wir wieder allein und traurig und depressiv da und sagst du, siehst du, die Tür ist zu, ich hab's immer gewusst, der Himmel ist verschlossen, die Sache ist gelaufen. Und das Ego feiert fest in uns. Es sagt, wunderbar, wieder einer auf meiner Seite, er glaubt nicht mehr an die Liebe. Das ist im Bild gesprochen auch das, was Kinder mit ihren Eltern austesten. Und manche Kinder können ja wirklich nerven. Und die testen die Eltern aus, ja? So nach dem Motto, liebst du mich noch? Wie weit kann ich gehen? Ja? Und die Frage ist diese Grundliebe noch da? Das heißt nicht, dass man keine Grenzen setzen darf. Das ist überhaupt nicht das Thema. Sondern bleibt in der Tiefe diese Grundliebe der Eltern zum Kind.
Und das Kind will das wissen. Und das Kind provoziert. Ja, das kommt irgendwann in so gewissen Lebensphasen, knallen sie dann alle durch. Ne? So, und dann geht's rund. Und dann will es wissen, gell, die Tür ist doch zu. Auch ihr seid nicht in der Liebe. Ich werde es euch schon beweisen. Dem muss man widerstehen. Und das macht der Partner mit uns auch, weil das innere Kind ist ja immer noch in dem. Ne? Und jetzt geht die Geschichte da wieder weiter. Und der Partner wird mich so reizen oder fordern bis zum Letzten, um am Ende Recht zu behalten und sagen zu können, siehst du, es gibt keine Liebe. Ich hab's dir doch immer gesagt. Alles fauler Zauber hier. Alles Mist. Kannst du alles vergessen. Liebe. Ein Haufen Hormone. Kuchen, Kaffee, was auch immer, Schoki. Mehr nicht. Das will das Ego, auf diese Schiene will es uns ziehen, dass wir den Glauben aufgeben an diese Macht. Das ist eine gefährliche Versuchung, weil das Gefühl, Recht zu haben, eine Versuchung ist. Viele wollen Recht haben. Die Rechthaberei ist auch eine Form von Sucht. Es ist wie so ein geistiger Orgasmus, ne? Ha, ich habe es ihm wieder gezeigt. Die liegen alle vor. Ich habe gerecht gehabt. Und ich habe es, ja, nicht? Sich, und das kann der größte Blödsinn sein, um den man feilscht. Ne? Und trotzdem sagt er, ich habe Recht gehabt. Und dieses Recht haben ist ein Symbol für Krieg. Recht haben oder lieb haben, was wollen wir denn tun? Verraten wir die Liebe jetzt an dem Punkt, dass wir diskutieren? Hören Sie auf zu diskutieren dann. Das bringt nichts. So lange reden, bis dicke Luft ist. Genau, so ähnlich, ja. Bis die Luft zum Schneiden ist und wir das Messerle zücken und dann aufeinander losgehen. Die besondere Liebes- und Hassbeziehung. Und ich wollte auch ein Beispiel bringen und habe mir das Buch besorgt. Es gibt ja den Film Wer hat Angst vor Virginia Woolf? Das Buch ist im Fischer Verlag erschienen, 7,95, lohnt sich. Beziehungsweise eigentlich der Film ist noch besser, aber ich muss das ja hier auch kurz erwähnen, 37. Auflage vom Juli 2007. Das ist ja in den 60er Jahren am Broadway wurde dieses Stück gespielt von Edward Albee. Der hat das geschrieben. Ein sehr guter Beobachter. Das kann man sagen. Und es geht um einen Abend, den ein Ehepaar verbringt mit einem anderen. Mit einem zweiten, Martha, gespielt in dem Film von Elizabeth Taylor. George, Martha, eine große, temperamentvolle Frau, die jünger aussieht, als sie ist. Sie ist vollschlank, aber nicht dick. George, ihr Mann, schütteres Haar, das graue Spuren aufweist. Dann kommt ein junges Paar, die Frau heißt Putzi. Putzi ist 26, ein kleines, blondes Mädchen, schmal, ohne weibliche Rundung. Und Nick, 30, ihr Mann, blond, gut gebaut, gut aussehend. Nick und George sind beides Professoren oder Lehrer an der Uni. Und die Uni, soweit ich das durchblicke, gehört wohl Marthas Vater. Also er hat zu Deutsch da eingeheiratet und wird aber von ihr verachtet eben. Es geht im Kern um Martha und George und diesen schrecklichen Abend, wo sie so gewisse Gesellschaftsspiele spielen. Zu Deutsch, wer zerlegt wen zuerst? Und ich springe erstmal ein Stück weiter, dann gehe ich wieder zurück, nur um kurz mal so einen Monolog von Martha darzustellen, wie sie denkt, wie sie tickt, was sie sagt. Davor noch ein Satz aus dem Kurs, der gut passt, auf der Seite 318 im 15. Kapitel noch. Denn jeder glaubt, dem anderen etwas geopfert zu haben, und jetzt kommt's, und dafür hasst er ihn. Richtig. Das muss man sich mal klar machen. Es sind bittere Opfer, die wir da bringen. Und eigentlich sind wir mit mörderischen Impulsen da, ja, von denen getrieben, dass wir uns eigentlich rächen wollen. Und im Kern ist es auch dieser Gedanke, der im Kurs immer wieder kommt, wo ist meine Unschuld geblieben? Mein Himmel. Du hast ihn mir genommen. Den Himmel, die Unschuld. Wir suchen das beim anderen. Das sind die romantischen Gefühle, auch die Verliebtheit.
dass wir sehen, jetzt bin ich ganz nah dran, dass wir dieses irre Gefühl im Verliebtsein, jetzt habe ich es, gleich habe ich es, das ist so ein Jackpot-Gefühl, ja? So, sage ich immer, ja? Nee? Und das ist die Ahnung, jetzt werde ich unschuldig. Eigentlich ist metaphysisch, muss man richtig den Konflikt sehen, nochmal nicht, Ebene 2 hier und in der Projektion auf einen Partner. Und dass wir sagen, auf der einen Seite, durch den werde ich unschuldig, in Klammern, sie hat mir die Unschuld gestohlen, jetzt gebe ich ihr hinten herum meine Schuld und hole mir meine Unschuld von ihr zurück. Das ist ein völlig verrücktes Spiel, völlig wahnsinnig. Und das schauen wir uns jetzt gleich an. Denn jeder glaubt, dem anderen etwas geopfert zu haben und dafür hasst er ihn. Das aber ist es, was er zu wollen glaubt. Er ist gar nicht in den anderen verliebt. Er glaubt nur, er sei ins Opfern verliebt. Und er verlangt, dass der andere für dieses Opfer, das er sich selber abverlangt, die Schuld annimmt und sich auch opfert. Na, das ist der Wahnsinn. Und kein Stück zeigt das so deutlich wie Wer hat Angst vor Virginia Woolf. Es ist genial, wenn man mit Kursaugen anfängt, solche Stücke anzuschauen und zu verstehen, was dort eigentlich zwischen den Zeilen sozusagen läuft. Das ist ja bei mir immer das Einführungswochenende, ein Kurs in Wundern, das jetzt in Gamprin erst wieder, ich glaube, im Februar läuft, in München läuft es noch im November und im Januar wird es laufen in Dornach in der Westschweiz. Und da mache ich ein Wochenende, zeige ich hier und da mal einen Ausschnitt, ja, um zu verdeutlichen, wie man Filme, wie man Stücke sehen kann. Das ist echt spannend, ja, wenn einem das klar wird, was die Leute da tun, dass das eigentlich tiefe Wahrheit offenbart in dem Sinne der Verstrickung, ja, und des Elends. Nicht, dass er sich selber abverlangt, das Opfer, die Schuld annimmt und sich auch opfert. Vergebung wird unmöglich, denn das Ego glaubt, einem anderen vergeben heiße ihn verlieren. Dann ist er ja frei. Dann ist die Tür ja offen. Dann kann er ja gehen. Dann könnte er sich ja so frei fühlen, dass er geht. Wie Byron Katie ihrem Mann sagte, der Avancen machte zu gehen: Schatzi, die Tür war immer offen, wir sind hier nicht im Knast. Du kannst in jedem Augenblick gehen. Na, das sollten mal manche Paare sich gegenseitig zurufen. Da würde sich aber manches schon mal entspannen, dass die mal wieder Achtung voneinander kriegen und sich würdigen. Ja, wir sind doch nicht im Knast. Na ja, Egoman schon. Das ist Gefängnis, das ist Psychiatrie. Zwei eingesperrt in die Psychiatrie. So ähnlich, so laufen viele Beziehungen, wenn nicht gar alle. Ja, ich weiß, ich bin da manchmal sehr direkt. Nicht? Vergebung wird unmöglich, denn das Ego glaubt, einem anderen vergeben heiße ihn verlieren. Nur durch Angriff ohne Vergebung kann das Ego die Schuld sicherstellen. Die Schuld muss sichergestellt werden, sonst geht dieses Scheißspiel nicht weiter. Das Ego-Spiel, es ist so. Es geht immer um Schuld, die all seine Beziehungen zusammenhält. Diese Schuld hält die Egoman-Beziehung zusammen. Die wirkliche Liebe macht frei und sie würdigt den anderen in seinem So-Sein. Wir sind hier nicht im Knast, du kannst in jedem Augenblick gehen. So, jetzt gucken wir zu Martha. Was sagt denn uns die Martha? Und sie spricht hier zu Nick, ja, diesem jungen Mann, mit dem sie da auch was hat und so weiter an dem Abend. Martha sagt: George, ob du es glaubst oder nicht, George, der irgendwo da draußen im Dunkeln sitzt, George, der gut ist zu mir und dem ich das Leben sauer mache, der mich versteht, den ich zurückstoße, der mich zum Lachen bringt, den ich unterdrücke, der mich nachts warm hält, wofür ich ihm blutig beiße, der unsere Spiele so schnell lernt, wie ich die Spielregeln umstoße, der mich glücklich machen könnte, was ich nicht sein kann und doch so gern möchte. Nicht diese Ambivalenz, diese Schizophrenie in ihren Aussagen, wie sie ringt, wie sie sucht, wie sie alles unter einem Stichwort. Verzweiflung, Verzweiflung, Verzweiflung.
Wenn uns das mal klar wird, dass die Menschen verzweifelt sind, kommen wir vielleicht in ein Mitgefühl mit uns und den anderen. George und Martha, traurig, traurig, traurig. Nick glaubt ihr immer noch nicht, wie ein Echo traurig. Martha, George, dem ich nie verzeihen werde, dass er bei mir Ruhe zu finden hoffte, dass er bei meinem Anblick sagte, das ist die Richtige für mich, der den scheußlichen, schmerzenden, beleidigenden Fehler begangen hat, mich zu lieben. Sie kann die Liebe nicht annehmen. Ja, auch diese, wie auch immer, die Liebe. Jeder will auch lieben, jeder versucht es, jeder bemüht sich, ja. Aber sie kann es gar nicht nehmen, auch das Gute nicht, das er ihr vielleicht geben wollte. Und der nun dafür bestraft wird, George und Martha, traurig, traurig, traurig. Nick, verständnislos, verwirrt, traurig. Martha, der alles duldet, was mir unerträglich ist, der gütig ist, was mich zu Tode quält. Der immer alles versteht, was jedes Verständnisvermögen übersteigt. Nick, George und Martha, traurig, traurig, traurig. Martha, eines Tages, ha, eines Nachts, in irgendeiner stumpfsinnigen, schnapsgeschwängerten Nacht, gehe ich einmal zu weit und ich breche dem Mann entweder das Rückgrat oder ich stoße ihn für immer von mir. Und das geschieht mir dann recht. Was die hier sagt, gigantisch. Sie greift sich selber an, indem sie ihn angreift. Hier sieht man das auch in der Sprache, wie sie es ausdrückt. Ja? Und das geschieht mir dann recht. Nick, der hat schon lange kein Rückgrat mehr, sagt er. Martha lacht ihn aus. Was du nicht sagst, guck mal einer an, mein süßer kleiner Junge. Du stehst mit Scheuklappen über dein Mikrofon gebeugt. Nick, Mikroskop. Martha, ja, mein Schulmeisterlein. Und du siehst in Wirklichkeit nichts, du siehst viel. Nur das Wesentliche, das siehst du nicht. Du siehst deine winzigen Tierchen und all den anderen Mist, er ist Biologe, ja, unter deinem Glasplättchen. Aber was in Wahrheit in der Welt vorgeht, davon hast du keine Ahnung. Nick, dass dein Mann längst kein Rückgrat mehr hat, das sehe ich. Ach, wirklich, sagt Martha. Jawohl, das sehe ich. Martha, du hast keine Ahnung und du willst eines Tages die Welt beherrschen. Und so weiter. Ich springe jetzt zurück, zu einer Szene mit Martha und George in dieser Nacht, wo die Auseinandersetzung dann wieder entsprechend eskaliert. George, willst du nicht endlich Ruhe geben, Martha? Weißt du, was passiert ist, George? Willst du wissen, was tatsächlich passiert ist? Sie schnippt den mit Daumen und Mittelfinger. Das Schloss ist zugeschnappt. Schließlich doch noch zugeschnappt. Und ich bin übergeschnappt. Es hat geschnappt. Sie macht dann immer dieses, ja? Es hat geschnappt. Es. Was ist dieses Es? Das Es müssen wir untersuchen. Das ist etwas Verrücktes. Das ist der egomane Impuls. Und sie drückt das in dem Film, ist toll dargestellt, wie sie das sagt. Ja, es hat zugeschnappt, ich weiß nicht mehr. Irgendwann ist es passiert, irgendwann. Und ich verstehe es nicht, aber es hat zugeschnappt, ich weiß es. So viel weiß ich. Ich sitze in der Falle. Und das drückt sie jetzt aus in diesem Dialog mit ihrem Mann. Und sie redet hier weiter. Und unser ganzes Arrangement ist beim Teufel. Man lebt dahin, eine Ewigkeit. Und alles scheint überwindbar. Man findet 1000 Ausreden für sich selber. So ist eben das Leben. Der Teufel soll's doch holen. Vielleicht stirbt er morgen. Vielleicht sterb ich morgen. 1000 Ausreden. Nicht hier die Ego-Doktrin. Der Tod. Am Ende wartet der Tod. Wir werden sterben. Das ist so die letzte Geschichte. Todesstrafe. Ne? Da kommt nichts mehr. Ist aus. Ewige Verdammnis. Tod. Und plötzlich eines Tages, eines Nachts geschieht etwas. Klick. Das Schloss schnappt zu. Und alles ist in einem plötzlich vollkommen wurscht. Ich habe wirklich mein Möglichstes getan, mein Schatz. Ich habe alles mit dir versucht. George, mach's billiger, Martha. Martha, wirklich, ich habe mein Möglichstes getan. George, fast bewundernd, du bist ein Ungeheuer, so wahr ich lebe. Martha, ich bin laut, ich bin vulgär, ich trage die Hosen in diesem Haus, weil sie ja schließlich jemand tragen muss. Aber ich bin kein Ungeheuer. Ich bin kein Ungeheuer. George, du bist verdorben, in dich selbst verliebt, launisch, pervers, schnappsüchtig.
Martha, klick, klick hat's gemacht, klick. Das Schloss ist zugeschnappt, endgültig. Ich versuche nicht mehr, durch die Wand zu brechen, die uns trennt. Nie mehr. Es gab einen Punkt, noch vor wenigen Sekunden. Da hätten wir zusammenkommen können. Da hätten wir uns aus dieser Scheiße hochrappeln können. Aber das ist vorbei. Und jetzt ist jeder Versuch sinnlos geworden. Merkt ihr diese Verzweiflung in ihr? Sie merkt, da war mal ein Moment. Da war vielleicht eine Möglichkeit. Und sie sagt, noch vor ein paar Sekunden. Ja? Nicht? Das ist hochinteressant, wie sie ihre wahnsinnige Notlage auch reflektiert. Ich finde es spannend. In jedem Satz steckt da was. Ja? Eben sich selbst wiederum sabotiert, sich selbst angreift, sich selbst zerlegt, ihn zerlegt, alle zerlegt. Ja? Das ist dieser Metakonflikt. Ich werde euch allen beweisen, dass es am Ende keine Liebe gibt. Es ist für uns alle gelaufen. Wir sind alle verloren. Wir sind so schlecht. Es ist so aussichtslos. Ja? Diese Aussichtslosigkeit in der Sünde. Die Sünde wirklich machen, den Irrtum wirklich machen. Es gibt keine Sünde im Sinne von Todsünde. Im Sinne von, das ist unumkehrbar, das ist nicht heilbar. Damit haben wir es dann wirklich verspielt, nicht? Die Doktrin von der ewigen Verdammnis. Und der Kurs sagt ganz klar, das gibt es nicht. Alle können in jedem Augenblick zurückkehren und sie werden es am Ende. Sie zögern nur die Erlösung hinaus. Mehr können sie gar nicht. Alles kalter Kaffee, heiße Luft. George und Martha. Sozusagen. Genau, bis die Guerilleros am Boden erschöpft liegen und sagen, ich habe keine Lust mehr. Die Ballerei macht keinen Sinn. So, ich gehe noch mal kurz rein. George, jeden Monat einmal, Martha. Einmal im Monat, ich habe mich längst daran gewöhnt, einmal im Monat bescherst du mir die unverstandene kleine Martha mit der rauen Schale und dem guten Kern. Das gutherzige Mädchen in der Zwangsjacke, die Jungfrau, die einen Hauch von Güte wieder zum Erröten brächte. Ich bin zu oft darauf reingefallen, öfter als mir lieb ist. Ich denke nicht gern an den Trottel, den du aus mir gemacht hast. Ich glaube dir nicht mehr. Ich glaube dir einfach nicht. Der Punkt, an dem wir uns beide treffen könnten, existiert schon lange nicht mehr. Puh, das ist ein Statement. Keine weiteren Fragen. Ich wünsche guten Wahnsinnsgenuss, ne? Sozusagen. Ja, er steckt auch voll drin. Nicht? Es wird reflektiert, gab es da mal einen Punkt? Hätte es da was geben können? Nein, da ist nichts mehr. Nicht? Also sie suchen schon nach diesem Punkt. Das ist die Erinnerung an Heilung, an irgendetwas anderes, an Liebe. Aber scheint weg zu sein, verschüttet. Ja? Martha, wieder gewappnet. Vielleicht hast du recht. Mit einem Nichts kann man sich nicht treffen. Und du bist ein Nichts. Die geht jetzt aufs Ganze. Klick, klick, auf Papas Party heute Abend hat's Klick gemacht. Triefende Verachtung, aber darunter liegt hilflose Wut und Verlorenheit. Martha weiter, ich habe dich beobachtet auf Papas Party. Ich habe da gesessen und ich habe dich beobachtet, wie du rumhocktest. Und ich habe die jüngeren Männer um dich herum beobachtet, die Männer, aus denen eines Tages etwas werden wird. Ich habe gesessen, ich habe dich beobachtet und du warst gar nicht vorhanden. Sie spricht ihm die Existenz ab. Ja, sie will ihn so sehr, dich gibt's gar nicht. Du bist so eine Pfeife, so eine Null. Ja, nicht so Frontalangriff. Also das ist hier schon sehr frontal. Und da schnappte das Schloss zu. Es schnappte schlussendlich endgültig zu. Und ich schreie es heraus. Und es ist mir ganz gleichgültig, was passiert. Und ich mache einen Krach, wie du noch nie erlebt hast. George, gestochen. Bitte, ich fange dich in deiner eigenen Schlinge. Ja, willst du mir eine Schlinge auslegen, ich werde dich darin fangen und aufhängen. Martha, hoffnungsvoll. Drohst du mir, George? Hm? Ja, ich drohe dir, Martha. Martha, sie tut, als ob sie ihn anspucken würde. Dann mach dich auf etwas gefasst, mein Schatz. George, ich warne dich, Martha. Ich reiße dich in Stücke. Martha, dazu braucht's einen Mann mit Mumm in den Knochen. George, willst du den totalen Krieg? Martha, von mir aus, totaler Krieg. Genau, das ist die Geschichte. Das ist die Ego-Doktrin. Da haben wir das.
Und ich springe im Moment jetzt auf eine andere Seite im Buch, und zwar die Boten der Schuld. Seite 411, oben Absatz 4, 411, gehen wir kurz. Da heißt es sehr schön direkt: Die Angst ist nämlich gnadenlos, sogar zu ihren Freunden. Ihre Boten stehlen sich schuldbewusst davon, in hungriger Suche nach der Schuld, denn ihr Herr lässt sie frieren, darben und sehr bösartig werden und sich nur an dem weiden, was sie ihm zurückbringen. Auch nicht das kleinste Fünkchen Schuld entgeht ihren hungrigen Augen. Das ist diese Haltung, wo wir nach Schuld bei anderen suchen, damit wir sie angreifen, in Klammern zerlegen, umbringen, morden können. Genüsslich. Ich werde schon was finden. Ich werde es dir schon zeigen. Ja, wo wir nicht, das kann sehr subtil laufen, das kann sehr direkt laufen. Bei Martha und George ist offener Krieg. Nicht die Hunde der Angst, nicht, oder der Schuld, die ausgehen. Und in ihrer brutalen Suche nach der Sünde fallen sie über jedes Lebewesen her, das sie erblicken, und schleppen es kreischend zu ihrem Herrn, damit er es verschlinge. Das sind ja also sehr, sehr dichterisch ausgemalte Bilder, ja. Das ist ja schon Literatur, ne, in dem Sinne. Aber ich finde es starke Bilder, weil es etwa einen Umstand beschreibt, den Terror sozusagen, der in uns abläuft, diese Verzweiflung und dieser Krieg. Und jetzt heißt es 13. Absatz: Sende nicht diese brutalen Boten in die Welt hinaus, um sich an ihr zu weiden und über die Wirklichkeit herzufallen, denn sie werden dir Nachricht bringen von Haut und Fleisch und von Gebein. Man hat ihnen beigebracht, nach dem Verweslichen zu suchen und zurückzukehren mit dem Schlund voll verdorbener und verrotteter Dinge. Für sie sind solche Dinge schön, weil sie ihre brutalen Hungeranfälle zu lindern scheinen. Nicht, da ist ein Durst nach Schuld und nach Rache und nach Angriff. Ein Durst nach Drama ist in uns. Wir suchen das auch. Da ist etwas so Verrücktes in uns. Und das zu erkennen und heilen zu lassen, da liegt die Chance. Aber wir müssen das erst mal erkennen. Ich weiß nicht, wie viele Leute hier in diesem Kreise, erlauchten Kreise, schon mal in ihrem Leben ganz brutal ausgeflippt sind. Ja, wirklich ausgeflippt, ausgerastet und geschrien und angegriffen haben. Und es war die nackte Verzweiflung, mehr nicht. Alles heiße Luft, macht euch nicht verrückt, ist schon gelöscht. Nicht schlimm, aber wir haben das wahrscheinlich alle irgendwo schon mal erlebt. Dass wir geschrien haben und geklopft haben, ja, auf Tische und Bänke und Türen oder was, dass die Wände wackelten. Und das ist unsere tiefste Verzweiflung. Das ist der Ego-Impuls, an dem wir kaputt gehen. Wir verbünden uns mit diesem Anteil und gehen an ihm kaputt. Er sagt, ja, wir sind doch Verbündete. Und dabei hat er uns das Messer schon an die Kehle gelegt, dieser Impuls. An unsere eigene. Und wir meinen immer noch, wir hätten den anderen dran. Dabei sind wir es selber. Im nächsten Moment bringt es uns um. Für sie sind solche Dinge schön, weil sie ihre brutalen Hungeranfälle zu lindern scheinen. Denn der Schmerz der Angst macht sie rasend. Und sie möchten die Strafe durch den abwenden, der sie aussendet, indem sie ihm darbringen, was ihnen lieb und teuer ist. Der Heilige Geist hat dir die Boten der Liebe gegeben, damit du sie anstelle derjenigen aussendest, die du durch Angst abgerichtet hast. Sie sind ebenso begierig, dir wiederzubringen, was ihnen lieb und teuer ist, wie es die anderen sind. Und sendest du sie aus, werden sie nur, und jetzt kommt die andere Seite, das Schuldlose und das Schöne, das Sanfte und das Gütige sehen. Sie werden ebenso sorgfältig darauf achten, nicht einen kleinen Akt der Nächstenliebe, nicht eine winzige Äußerung der Vergebung, nicht einen schwachen Hauch der Liebe
ihrer Aufmerksamkeit entgehen zu lassen. Und sie werden wiederkehren mit all den glücklichen Dingen, die sie gefunden haben, um sie liebevoll mit dir zu teilen. Fürchte sie nicht, sie schenken dir Erlösung. Nicht? Wie schwierig ist das für uns alle oder für viele Menschen so, diese versöhnliche, ja, Seite zu leben, dass wir Versöhnung suchen. Ich bringe dazu mal ein Beispiel. Das hat der Helmut Schmidt mal, der Ex-Bundeskanzler, erzählt. Der Herbert Wehner, ich weiß nicht, vielleicht vielen kein Begriff mehr, war der Zuchtmeister der SPD, ne? Der Sozialdemokraten in Deutschland. Herbert Wehner mit der Pfeife, vielleicht können sich manche erinnern. So. Und der, also den musste man fürchten, ne? Also der war schon heftig. Und da hatte er einmal den Helmut Schmidt auch angegriffen, öffentlich. Und so, er machte so seine eigene Politik und, ja. Und dann saßen die wieder zusammen. Und dann tat ihm das leid, ne? Und was hat er gemacht? Er konnte das nicht sagen. Er konnte kein Wort sagen. Sie saßen nebeneinander, Helmut Schmidt und Herbert Wehner. Und der Wehner nimmt die Hand vom Schmidt und berührt sie, tätschelt seine Hand nach dem Motto, ist doch gut. Ja, mehr konnte er nicht ausdrücken, fand ich stark. Aber er hat es doch so ausgedrückt. Immerhin ein Mensch, wenn scheinbar auch ein Haudegen nach außen. Ja, der Zuchtmeister der SPD, hieß er immer. Naja, zieht euch warm an. Aber ein Mensch. Und in diesem Falle tat es ihm auch leid. Ja? Nicht? Und er zeigt eine sehr menschliche Regung, fand ich schön. Ja, ein Symbol von, ja, es tut mir leid, Vergebung. Ne? So, ne? Also wir sind verbunden. Ne? Er suchte die Verbindung wieder zu ihm. Und das sind für mich so Bilder, ja, die einfach schön sind. Und die Frage ist, was wollen wir sehen? Wonach suchen wir? Suchen wir nach dem, was uns trennt? Und wenn Paare das machen, ja, dann weiß ich, da sind die Alarmglocken, ne? Jetzt wird die Endrunde eingeläutet. Ne? Dann suchen die nur noch nach dem, was sie trennt und nicht nach dem, was sie verbindet. Da wäre ja viel, was sie verbindet oder mal verbunden hat. Und das nehmen die gar nicht mehr wahr. Das wollen sie auch gar nicht sehen. Sie verleugnen das fast, ja, weil sie in der Aggressionsphase, ne? Im Angriff sind und in der Schuldzuschiebung. Und dann ist eine schlechte Zeit. Ne? Dann habe ich auch wenig zu gewinnen da, ja, nicht? Also mit denen, ne? So, das ist nicht einfach. Dann geht es eigentlich nur darum, diesen Impuls anzuschauen. Jetzt will ich nur Trennung von dir. Und das ist wiederum Metaphysik des Kurses, ein Satz, den wir zu Gott sagen. Jetzt will ich nur die Trennung von dir, mein Gott, meine Quelle. Haben wir ja da gesagt. Ist die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung. Ja, ist immer dieselbe Soße, immer dieselbe Geschichte. Die Spiegelung der Spiegelung der Spiegelung. Der Ursatz der Trennung, das Nein, da ist immer einer, der Nein sagt. Der Neinsager ist das Nein zur Liebe. Und der Kurs ist da sehr eindeutig, ja, ist ganz klar. Ich kann die zwischenmenschlichen Konflikte nicht verstehen und richtig deuten, wenn ich die Metaphysik des Kurses nicht verstanden habe und den Urkonflikt auf der rein geistigen Ebene in Bezug auf Gott sehe, dann kann ich das Ganze, macht das überhaupt hier überhaupt keinen Sinn. Dann wäre das ja noch verrückter, als es eh schon ist. Dann wäre die Welt eigentlich nur ein sinnloses Schlachthaus. Jeder schlachtet jeden ab. Das wäre eigentlich der Schluss, zu dem ich kommen muss. Es ist völlig sinnlos, alle werden geboren, alle sterben, und dazwischen ist nur Hauen und Stechen. Das war's dann. Es ist ja auch interessant, wie ein Kleinkind schnell das lernt und sagt, nein. Nein. Genau. Das lernt sich so schnell. Nein ist das, ich weiß nicht, nach Papa oder Mama das dritte Wort. Wenn nicht gar das zweite, nach Mama. Erst kommt Mama, dann kommt Nein, dann kommt Papa, wenn wir Glück haben oder irgend so ein Ding. Also es ist dramatisch. Richtig. Das Nein wird schnell gelernt. Nein. Die Verneinung. Da ist immer einer, der nicht nehmen kann. Einer, der geben will. Gott will geben. Im höchsten Sinne ist es die Liebe selbst, die sich schenken will. Und einer, der sagt, nein, ich kann nicht nehmen. Warum sagt er das?
weil er sich schuldig fühlt. Ich verdiene es nicht, geliebt zu werden. Alle unsere Probleme wären gelöst, wenn dieses Nein in unserem Geist geheilt wäre. Alle Probleme, auch die Versorgungsprobleme, kommt mir nicht mit, ja, ich habe keinen Arbeitsplatz oder ich verdiene zu wenig oder das ist alles Folge, das ist alles Formebene. Ihr müsst im Geist ansetzen und nur im Geist. Alles andere kommt danach. Wenn man das mal begriffen hat, was Ursache und Wirkung bedeutet und dass man diese Begriffe nicht vertauschen darf, ich kann die Wirkung nicht zur Ursache machen. Das ist verrückt. Das machen aber viele gerne. Ja, wenn ich jetzt einen Arbeitsplatz und den Jackpot und die richtige Partnerin und das schönste Haus und noch eine Yacht am Bodensee, dann wäre ich im Frieden Gottes. Ha, ha, ha. Das ist ja wohl fauler Zauber. Und dann kommt ein neuer Wunsch und dann, naja, ihr kennt das Märchen vom Fischer in Sine Fru, ne? So, dieses norddeutsche Märchen da, ne? Die nie zufrieden sein konnte, ne? Genau. Und zum Schluss wollte sie Papst werden und dann Gott, ne? Ja. Und das ist auch in dem Märchen sehr schön. Sie geht dann auf die letzte Angriffsebene. Papst ist ja schon ganz gut, ne? Stellvertreter Gottes, immerhin. Das ist ja schon mal eine ziemlich hohe Ebene, symbolisiert das in dem Märchen. Das Märchen ist sehr gut gemacht. Aber dann begeht sie den Wahnsinn, dann will sie Gott sein. Sie will ihre eigene Ursache sein. Das ist das Autoritätsproblem, was im Kurs klar angesprochen wird. Das ist typisch Ego-Impuls. Ich bin meine eigene Ursache. Ich kann sowieso alles aus mir heraus tun und machen, Bilder machen, Welten machen. Ja? Ich bin überhaupt unübertroffen und genial und unzerstörbar. Und das will sie sein. Ne? Und dann sitzt sie wieder in der Hütte. Ne? Genau. Butche, Butche, Timpete, ne? Und so weiter. Kennt ihr das doch, ja? Das ist ein schönes Märchen, das Märchen vom Fischer und Sine Fru. Ich habe es, glaube ich, in den Unterlagen, in Offenheit ist es beschrieben. Da habe ich es, glaube ich, als Beispiel erwähnt, wenn ich mich recht entsinne. So ein paar Sachen habe ich da ja aufgegriffen. Gut. Fragen dazu kurz? Was machst du in dem Märchen? Ist sie eigentlich Gott, weil Gott ist ja in ihr. Ja, sie wieder in ihrer Hütte sitzt. Aber sie ist nicht ihre eigene Ursache. Das ist der Punkt. Sie will Gott sein und aus sich selbst heraus autonom. Es ist immer noch die Autonomie-Idee, die in ihr wütet. Das sind ja alles egomane Impulse. Ne? Wie kann ich meine Macht steigern? Statt, na Papst, na, das ist doch schon ganz schön. Und da mir fiel er erstmal nicht ein. Ne? Und dann kam wieder der Butt und so weiter. Ja, was will sie denn nun? Ne? Sag sie, ja, jetzt will sie Gott sein. Ne? Dann sagt der Fisch zum Mann, na, geh mal nach Haus, Hus, ne? Sie ist es schon. Ne? So, und dann geht er nach Haus und dann sitzt sie wieder in der Hütte. Ne? Also sie stürzt dann praktisch auf die andere Ebene ab. Ne? Aber es ist ein Ego-Impuls. Es hat mit Liebe nichts zu tun. Sie will ja alle übertreffen. Sie will ja die Größte sein. Gut, wir gehen zurück auf die Seite 18. Da möchte ich noch weitermachen. So, sehr schön, Abschnitt 8. Unten, 318. Doch scheinen sie nur zusammen zu sein, denn für das Ego bedeuten Beziehungen nur, dass Körper zusammen sind. Ja. Ein weit verbreitetes Missverständnis. Definitiv. Ja? Also Körper sind immer das Maß aller Dinge aus der Ego-Sicht. Nur Körper sind wirklich. Damit mache ich die Leute geistlos. Dass sie ja nicht mehr merken, der Geist steuert den Körper. Nicht? Man spricht dem Körper auch Autonomie zu im Sinne von, das sind Triebe, das sind Reflexe, das sind Instinkte. Als wäre der Körper von sich aus intelligent und könnte was tun. Der kann gar nichts. Wenn ich nicht sage Piep oder Finger heben, dann macht er nichts. Da ist nichts drin. Ich entscheide, wie lange der lebt. Wie lange jede Zelle lebt. Das mache ich alles selber. Gott weiß ja nichts von meinem Wahnsinn, von meinem Körper. Die Krankheit kommt doch nicht von Gott, was manche sich da vorstellen. Ja, jetzt werde ich bestraft, klar, weil sie Schuldgefühle haben. Jetzt sagen, ja, dadurch ist der Krebs gekommen. Ne? Jetzt muss ich leiden. Ne? Das ist jetzt die Strafe. Ne?
Nein, nein, das machen wir alles selber. Wir sind doch wahnsinnig. Sollte die Liebe strafen? Wofür denn? Wenn sie nur Unschuld sieht? Kein Bedarf. Kein Strafbedarf. Den haben wir uns konstruiert. Das ist ganz wichtig immer in dieser Strafdynamik, ja, zu erkennen, die Liebe verlangt keine Opfer, die Liebe erwartet keine Bestrafung. Das ist alles Unsinn. Das müssen wir alles mal aus der, ich hätte mal gesagt, klerikalen Neurose so langsam mal rausbringen. Nicht? Wir sind noch klerikal da über Jahrhunderte, wir sind sündig, wir sind schuldig. Ja, scheinbar im Albtraum, aber in Wahrheit sind wir es eben nicht. Und Jesus wollte uns ja wohl sagen, Kinderchen, regt euch nicht auf, ist alles ganz anders, als ihr dachtet. Ihr habt leider noch nichts verstanden. Denn das für das Ego bedeuten Beziehungen nur, dass Körper zusammen sind. Das Ego verlangt stets nur das und hat nichts dagegen einzuwenden, wohin der Geist geht oder was er denkt. Denn das erscheint unwichtig. Oh ja, das ist toll gesagt. Der Geist, dass da Gedanken sind und so, ja. So nach dem Motto, jeder hat halt seine private Welt da, ne? Hauptsache der Körper, ne? Hauptsache wir sind beieinander. Solange der Körper da ist, um sein Opfer zu empfangen, ist es zufrieden. Für das Ego ist der Geist privat. Und nur der Körper lässt sich mit anderen teilen. Das ist so ein absurder Quatsch. Der Körper ist eben überhaupt nicht mit anderen zu teilen, ja? Sondern es ist das Geistige, was geteilt werden kann. Da liegen immer noch zwei im Bett. Die werden nie verschmelzen physisch. Ist unmöglich. Wir wissen das. Aber wir können körperlich, physisch getrennt sein von einem anderen Menschen und genau wissen, wie es dem gerade geht. Wie der fühlt und was er denkt. Ist doch interessant. Wie real, wie wirklich, wie stark, wie machtvoll der Geist ist. Dass wir das wahrnehmen können. Telepathie und so weiter. All diese Phänomene. Oder dass eine Mutter im Zweiten Weltkrieg dann wusste, jetzt ist mein Sohn gestorben. Jetzt kommt er gerade die Treppe hoch und ich höre ihn oder ich spüre ihn im Haus und so weiter. All diese Phänomene. Der Geist ist überall. Immer. Es ist nichts getrennt. Und diese Trennungsideen rauszukriegen aus unserem Denken, das ist Teil des Kurses. Dass wir endlich mal klar werden und zur Besinnung kommen, dass wir verrücktes Zeug denken und dann verrückte Dinge erleben. Ja, Ursache, Wirkung, das hat was damit zu tun. Wenn ich verrücktes Zeug erwarte und einen Schuldkomplex habe, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich einen Partner finde, der mich schlagen wird. Oder der sich totsäuft neben mir und mich da durchleiden lässt oder was auch immer. Da muss ich mich nicht wundern. Ja? Oder dass mich andere angreifen auf andere Weise. Das ist verrückt. Warum sollten wir uns sowas wünschen? Ja, eben, ja. Aber wir machen das. Aber deswegen müssen wir in das Unbewusste schauen. In diesen unbewussten, abgespaltenen Bereich. Das Ego hält ja den Vorhang davor, ne? Schleier des Vergessens. Da wird's interessant. Ebene 2, da wollen wir hin. Ebene 1 kennen wir. Beim Zahnarzt waren wir auch schon. Klar, wissen wir alles, ja. Körperzerfall und so weiter und Fitness und all diese Dinge, Essen, Trinken. Das ist doch nicht das Problem. Das Problem liegt im Geist. Ideen sind grundsätzlich nicht von Belang, außer insofern, als sie den Körper eines anderen näher bringen oder in die Ferne rücken. Ja, das Ego benutzt die geistigen Prozesse, um Körper entsprechend manipulieren zu können. In diesem Sinn bewertet es Ideen als gut oder schlecht. Was einen anderen schuldig macht und ihn durch Schuld festhält, ist gut. 100 Punkte, wir haben ihn wieder an der Leine. Der wird mir so schnell nicht weglaufen, weil er hat ja Schuldgefühle. Wie mir mal eine Frau sagte, ja, zu ihr, in Bezug auf ihren Mann, nicht? 5, 6 Kinder und so weiter und völlig verarmt und fix und fertig und der Mann ein bisschen seltsam, wenn er mich doch wenigstens schlagen würde. Wenn er mich doch wenigstens schlagen würde, dann könnte ich gehen. Aber er tut noch nicht mal das. Ich leide zwar hier wie wahnsinnig, aber er schlägt mich ja nicht, also habe ich keinen Grund, oder kann nichts vorschieben, dass ich plausibel gehen kann. Dann würde ich ja ihn wenigstens schuldig sehen. Weil dann tut er mir ja was an. Dann greift er mich an. Aber er tut ja noch nicht mal das. Oder Bestrafungsmechanismen. Er bestraft sie durch Schweigen. Ich rede nicht mehr mit ihr, ne? Ein Tag, 2 Tage, 3 Tage. Und dann spricht sie ihn drauf an und fragt,
du sag mal, warum redest du nicht mit mir? Können wir nicht irgendwie auf eine Ebene kommen? Und er sagt, du, wenn ich jetzt mit dir rede, dann funktioniert das hier nicht mehr. Dann funktioniert meine Strategie nicht. Ich muss jetzt schweigen, damit ich dich treffen kann. Und sie spielt das Spiel auch noch mit, ne? Vielleicht. Sie könnte aussteigen. Man kann da aussteigen. Das ist ja der Ernstfall. Da wird's spannend. Wenn ich merke, was der andere tut und ich zahle nicht zurück mit gleicher Münze, sondern ich gehe in den Frieden Gottes. Wollen wir doch mal sehen, ob der die Macht hat, mir diesen Frieden zu rauben. Das ist der Ausstieg aus der besonderen Liebes- und Hassbeziehung. Da wird's spannend. Da wird's spannend. Wie ich jetzt einer Frau gesagt habe, und man kann das übertragen auf alle Situationen, die Mobbing erlebt, in einem Münchner Hochhaus. Und sagt, ja, dann schmieren die mir Eiscreme in Briefkasten und legen da Zettel hin, ne, du Hure und so weiter, nicht? Und sie wird angegriffen, systematisch, ne, von allen möglichen Leuten, da mehrere Parteien. Klopfen sie dann abends an Rohre, dass die Heizung ordentlich laut ist, ne, dann hallt das durch ihre Wohnung und all solche Sachen. Und ich habe gesagt, bitte kein Widerstand. Bitte ruhig bleiben. Bitte nicht auf deren Ebene gehen. Bitte nicht antworten und zurückzahlen mit gleicher Münze. Bitte nicht. Und sie hat das beherzigt. Sie hat das wirklich beherzigt. Sie übt, sie arbeitet. Ich habe die bekniet, dass die nicht zurückballert. Bitte die Kanone stecken lassen. Bitte in die Vergebung gehen. Ich habe gesagt, erstens, die Leute sind alle verzweifelt. Die sind mindestens so verzweifelt wie du. Genauso verzweifelt sind die. Die wissen nicht, wie sie mit dem Scheiß hier klarkommen sollen. Deswegen brauchen sie jemanden, den sie fertig machen können. Und den sie als Hure beschimpfen können. Das ist eigentlich sehr einfach, irgendwo doch zu erkennen. Und sie hat das ernst genommen. Und sie hat dran gearbeitet. Und nach ein paar Tagen telefonieren wir wieder und sie sagt, es ist besser geworden. Die werden ruhiger. Das funktioniert. Weil sie keine Angriffsfläche bietet. Sie grüßt freundlich oder sie ist still im Haus, wenn da jemand kommt. Ja, die gucken natürlich blöd, blöken oder was weiß ich, was sie da machen für blöde Bemerkungen oder Blicke. Ich sage nicht beachten. Alles gar nicht. Freundlich grüßen, guten Tag, auf Wiedersehen, wie auch immer, so was der Heilige Geist dann gerade eingibt. Aber nur nicht schießen. Bitte nicht schießen. Bitte nicht schießen. Denn die fahren eine Kanone auf danach. Oder schmeißen eine Bombe. Und nicht nur im Briefkasten. Na, sie versteht es langsam. Es ist eine tolle Schule. Ich habe ihr gesagt, das ist genial. Diese Situation dient dem Erwachen. Das ist genial, was Sie da gerade erleben. Nutzen Sie es bitte, nutzen. Das ist ja fantastisch, diese Wachstumspotenziale, die in dieser Situation stecken. Mobbing im Haus, im Hochhaus. Da würden andere einen Film drüber drehen, ne? Nein, das machen wir nicht. Wir wollen die Lösung, wir wollen die Heilung dieser besonderen Liebes- und Hassbeziehung. Hassbeziehung natürlich. Am Ende fallen sie alle um. Die Liebe ist stärker. Wasser ist stärker als Stein. Erstens mal, ich soll nicht leugnen, was ich erlebe. Also Eiscreme im Briefkasten, ja? Ich muss wieder alles putzen und so weiter, ne? Und all diese netten Kleinigkeiten. Die Frage ist, wie deute ich das? Ich könnte es anders deuten. Also mein Vorschlag ist, die Leute sind verzweifelt, die schreien um Liebe. Die wissen nur nicht wie. Die müssen verzweifelt sein, weil das Wahnsinn ist, was da läuft. So. Zweitens, ich beantworte diese Impulse nicht mit Aggression, ich schlage nicht zurück, sondern ich kann den Frieden Gottes in jedem Augenblick wählen. Und wenn ich in einem Konzentrationslager wäre, selbst da. Und wenn ich daran zu glauben beginne und eine Erfahrung mache, die mich dahin führt, dann ist das eine ganz starke Geschichte, weil ich erlebe zum ersten Mal, dass die Macht in meinem Geist liegt, für meinen Zustand, wie es mir geht. Fantastisch. Und von der Basis aus arbeite ich jetzt mit ihr weiter und sage, schauen Sie mal, da haben wir das geschafft. Sie haben das geschafft, nicht ich, Sie. Sie haben das Problem anders angeschaut, Sie haben anders reagiert und Sie haben ein Stück Frieden erlebt und jetzt wird's ruhiger im Haus. Sie sind gar nicht mehr attraktiv für die Leute als Angriffsfläche. Wenn der Schuss ins Leere geht, hören die Leute irgendwann auf zu ballern, weil es keinen Sinn macht. Schade um die Munition. Ja, dann, wenn der Schuss ins Leere geht, fangen sie die Schläge auf. Zen, ja, die Sportarten, nicht? Die asiatischen, den Schlag auffangen.
nicht dagegen drücken. So dumm werden wir doch nicht sein. Mit Liebe schauen, neu deuten und anders antworten. Das, was die Leute nicht erwarten. Denn was wollen die denn? Das Ego will Krieg. Das Ego sagt, na, wann wird sie uns anpissen? Ne? Wann wird sie die Polizei rufen? Das wollen wir doch mal sehen. Wie schnell haben wir sie im Sack? Das ist die Ego-Strategie. Ich muss genau wissen, wie der Gegner tickt. Er tickt egoman. Hier, da haben wir 1300 oder 200 Seiten in dem Buch, da erfahre ich, wie meine Gegner ticken. Es sind meine Brüder, es sind nicht meine Gegner, ich sehe es anders. Ich will ihnen und mir helfen, dass wir in den Frieden finden, dass wir diesen Wahnsinn auflösen. Aber sie hat das ja selber projiziert aus einem Schuld, dass die sie... Darüber rede ich auch mit ihr, das mache ich ihr auch klar. Wir arbeiten auf verschiedenen Ebenen. Ja, mit ihr kann ich das, sie hat auch den Kurs, sie kann das umsetzen und so weiter, so halbwegs. Wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Es schnackelt langsam. Es ist so viel Klarheit da im Geist, dass das angeschaut werden kann. Und da sehe ich die Chance. Also ich bin da sehr hoffnungsvoll. Ich bleibe dran. Ist für mich auch eine Geduldsprobe, aber ich bleibe trotzdem dran. Ja? Weil Ihr Prozess ist nämlich mein Prozess. Und ich sage immer, was Sie jetzt lernen und Gutes an neuen Impulsen erleben, das kommt auch mir zugute. Fantastisch. Ich danke Ihnen, dass Sie durchgehalten haben. Danke, dass Sie nicht geschossen haben. Weder auf mich, noch auf andere, noch auf sich selber. Wir müssen die Waffen beiseite legen. Waffen gehören in den Schrottcontainer. Keine Waffen, auch im physischen Sinne meine ich das. Aber vor allem im geistigen, das ist noch viel wichtiger. Waffen gehören nicht in unsere zivilisierte Welt. Ich brauche keine, ich will keine. Ich hatte auch mal so einen Egomanenanfall, da dachte ich, ich müsste mich bewaffnen, ne? Hatte ich mal. Ja, ich wollte eine Waffe haben, eine scharfe Waffe. Ist in Deutschland sehr schwierig. Man kann sie nur auf dem illegalen Markt oder man wird Jäger. Ne? Irgendwie kommt man dann doch noch zu einer Winchester oder zu einer Knarre. Aber es ist, ich habe es dann durchdacht und habe gesagt, ja, Reinhard. Kam den Engel zu mir und sagte, lieber Reinhard, ja, jetzt stellst du dich gerade auf Krieg ein. Warum solltest du das tun? Darf ich nichts für dich tun? Meinst du, du kannst das allein besser? Oh, dachte ich, wäre vielleicht doch nicht so gut. Lassen wir mal die Waffe beiseite. Damit war das Thema dann erledigt. Weil ich wusste, ich kopple mich von der geistigen Welt ab, wenn ich die Sache in die Hand nehmen will. Wie das so schön heißt. Man nimmt die Sache selber in die Hand. Ja, ich regle das nach meinen egomanen Bedürfnissen und Gelüsten. Gefährlich. Gefährlich. Es wird wahrscheinlich Blut fließen, vor allem bei mir. Ich bin nachher derjenige, aus dessen dead cold hand, wie es der Waffenlobbyist damals sagte in dem Michael Moore Film, ne? Only out of my dead cold hand, nur aus meiner toten kalten Hand nimmst du diese Waffe, diese Winchester. Du musst mich zuerst töten. Und dann kannst du mir diese Waffe nehmen, weil ich bestehe auf diese Waffe. War ein cooles Statement. Er hatte sich beim Waffenlobbyisten, diesem Typen da eingeschlichen und hatte ihn interviewt, der Michael Moore. Und gegen seine Waffen, ja, seine, die ganze Bewaffnungsgeschichte in Amerika. Ich fand das stark. Ja, dachte ich, das ist Ego-Wahnsinn pur. Der produziert Krieg. Er bringt sich selber damit um. Kinderchen erschossen zu werden, ist doch das kleinste Problem. Macht euch doch nicht verrückt. Schwupps, seid da drüben, ihr seid da, wo ihr immer seid, im Geist. Es fällt ein Bild aus, kurz mal Kanal zu Ende, Körper ist erledigt. Und ihr seid weiter da und geht weiter und macht das, was euch so gut tut. Bleibt doch dran. Das ist doch nicht das Problem. Wir wollen doch hier nicht 200 Jahre alt werden. Oder was? Sollte das einen Wert haben, dass man hier möglichst alt wird? Ich sehe da keinen Wert drin. Ich mache, solange es Sinn macht und geht, soll mir doch recht sein. Aber bitte? Der Körper ist nicht das Problem, er ist völlig unwichtig. Er ist neutral. Es geht nicht darum, den Körper zu wollen oder abzulehnen. Er ist nicht das Problem. Das Problem ist im Geist. Ja? Und er hat keine Bedeutung. Jetzt ist er noch da, jetzt renne ich noch ein bisschen rum und Hallihallo und schüttle Hände, ja, oder was? Und kann euch sehen und erleben in dieser Dimension. Aber das kann ich auch anders. Das hängt davon nicht ab. Tue ich ja sowieso anders. Aber wir glauben immer, der Körper macht da was.
Der ist das kleinste Thema. Also ich habe mal gelesen, ich weiß im Kurs wahrscheinlich nicht, dass der Körper deshalb so wichtig ist, weil nur im Körper können wir die Erlösung haben, also die Erleuchtung. Nein, ist Quatsch. Na, das ist ausgemachter Unsinn. Nein. Das wäre ja furchtbar. Aber wieso, wozu sollten wir das? Nein, der Körper ist ein Trainingsfeld, ein Klassenzimmer, auf das wir bestehen. Wir wollen ihn. Also lernen kann man definitiv auch ohne Körper. Aber es ist vielleicht etwas fruchtbarer und auch intensiver, das ist vielleicht das Wort, so Crashkurs, im Körper. Also zu erleben, dass man verlassen wird, zum Beispiel, ne, so physisch, ne, der Partner, die Partnerin geht, packt die Koffer und geht. Diesen Schmerz, diese Konfrontation, ja, das gibt's nur mit Körper, so intensiv vielleicht. Ja, obwohl das geistig natürlich alles abläuft. Das läuft alles in der Seele ab. Aber das ist eine coole Sache, wenn man plötzlich allein da steht. So, Arsch auf Grundeis, ne, wie es so schön heißt im Deutschen. Und man geht wirklich mit dem Schiff so auf, läuft man auf Grund, ne. Und physisch auch erlebt das so richtig, ne? Spüren, fühlen, riechen, schmecken, so ein komischer Geschmack im Mund und es wird einem Spei übel und das ist ja alles sehr starke Animation, ne? So im Geist. Und das körperlich so dreidimensional noch zu erleben, sehr lehrreich. Also man könnte sich vielleicht schneller entscheiden, dass man Frieden will, weil es einem schon bis hier steht, das Wasser oder so, ne? Also insofern, der Körper könnte für uns eine Motivation sein, schneller den Frieden und den Geist zu wählen und zu sagen, ich will aus dieser Verrücktheit, aus diesen Wahnsinnsideen, auch Todesangst zum Beispiel, Todesangst, ich will da raus. Ich habe keine Lust mehr auf Todesangst. Es reicht. Es ist mir egal, ob ich sterbe. Das muss einem egal sein. Das ist alles unwichtig. Ich werde eh leben. Und das will ich herausfinden. Und sterben müssen wir alle, ne? Also physisch. Ist nichts Neues, alles bekannt. Alle, die wir hier sitzen, in 100 Jahren ist alles vorbei. Puff, spätestens. Ja, das müssen wir, aber das wird gar nicht realisiert. Es wird verdrängt. Das ist der letzte Joker des Egos, Todesstrafe. Der letzte Joker. Und den muss man durchwandern, durchschreiten, darüber hinausgehen. Das ist Geistheilung. Dass mich der Körper nicht mehr beeindruckt. Dass ich weiß, Sex nett, aber bringt nichts. Unterm Strich, vergiss es. Das ist doch schon mal toll, wenn ich das weiß, dass es keinen Frieden bringt. Das sind nette Augenblicke, ja, mag sein, ja, aber dauerhaft nicht zu halten. Schafft kein Mensch. Ist völlig unrealistisch, der Ansatz. Völlig verrückt, absurd. Oder Kaffee trinken, ne? So viel Kaffee kann ich gar nicht trinken. Das ist ja verrückt. Oder Schoki oder was auch immer. Alles, was physisch gebunden ist, was körperlich gebunden ist an Raum und Zeit, hat keine Chance, uns zu erlösen. Der Geist erlöst. Das, was ohne Anfang und ohne Ende ist, das will ich. Und nur das. Es ist ja auch interessant, es gibt bei allem ein zu viel. Ja, und dann wird uns schlecht. Dann wird uns speiübel. Warum gibt es das? Oder richtig, Maß halten. Ja? Das muss man ständig. Wenn man mal auf diesem Schiff Hohentwiel war, ne, und da so ein Drei-Gänge-Menü mitgemacht hat und wenn es dann zum Dessert-Buffet kommt, was sehr schön ist, das ist wirklich sehr schön, Eiscreme, Früchte, Kuchen und was dann aufgeladen wird auf die Teller. Ne? Also mir wurde speiübel, wie ich das bei den anderen sah. Ich dachte, um Gottes Willen, was tun die sich gerade an? Ne? Ich schaute, dass mein Teller so halbwegs im Maß war, ne? So halbwegs. Ich war natürlich auch in der Versuchung, mehr drauf zu tun, als gesund war. Aber ich dachte, den Preis möchte ich heute Nacht nicht zahlen. Für die paar Minuten Genuss. Oder bulimisch dann, ne? Essen erbrechen, das ist dann die andere Lösung. Auch nicht so lustig. Man kann es vergessen, es bringt nichts. Es bringt nichts, es geht vorbei. Es rechnet sich nicht. Wenn wir merken, dass sich die Ego-Lösungen nicht rechnen, dann werden wir sie loslassen. Aber das haben wir noch gar nicht gemerkt, oftmals. Manche haben es gemerkt und werden gelassener. So, noch ein paar kurze Gedanken und dann müssen wir in ein paar Minuten leider zum Ende kommen. Mein Gott, ich hatte mir noch so viel vorgenommen, schade. Ich komme da immer nicht durch. Gut, ich schaue nochmal auf Seite 319.
Leid und Opfer sind die Gaben, mit denen das Ego alle Verbindungen segnen, in Anführungsstrichen natürlich, möchte. Und die, die an seinem Altar vereint sind, akzeptieren Leid und Opfer als den Preis der Vereinigung, also eine Leidensliturgie, die da gefeiert wird in den Beziehungen, in den besonderen, in ihren ärgerlichen Bündnissen aus Angst vor Einsamkeit. Einsamkeit, ne? Das ist ja so die letzte Drohung auch des E. Du wirst einsam sein. Körper, du bist allein. Da wird niemand mehr sein. Oh, Leute, da kriegen viele das Grausen. Ja? Wen kann ich denn noch an mich ranziehen? Wer wird mich wärmen in einsamen Nächten? Ja, ja. Das läuft doch alles nicht. Vergesst es. Das ist doch gar nicht der Punkt. Was hat Natascha Kampusch gemacht? Die hat geistig gearbeitet in den 8 Jahren. Sonst wäre sie nämlich wahnsinnig geworden. Sonst wäre die nie so gut beieinander, wie sie es heute ist. Es muss etwas anderes gelaufen sein. Ist doch völlig klar. So in ihren ärgerlichen Bündnissen aus Angst vor Einsamkeit geboren und dennoch dem Fortbestand der Einsamkeit verschrieben, schön gesagt, sucht jeder nach Entlastung von der Schuld, indem er sie im anderen mehrt. Das ist ja verrückt. Jeder mehrt die Schuld im anderen und meint dadurch frei zu werden. Vergebung, Erbarmen, das ist das, was befreit. Denn jeder glaubt, dass das die Schuld in ihm vermindert. Der andere scheint ihn immer anzugreifen und zu verletzen. Vielleicht in kleinen Dingen, vielleicht unbewusst. Doch nie ohne ein Opfer zu fordern. Die Wut derjenigen, die am Altar des Ego verbunden sind, ist weitaus größer, als dir bewusst wird. Denn was das Ego wirklich will, das merkst du nicht. Das ist unser großes Problem. Wir merken nicht, was läuft. Welches Lied hier gespielt wird. Es ist ein Todesmarsch. Ab in den Wahnsinn. Das wird da gespielt. Jedes Mal, wenn du dich ärgerst, kannst du sicher sein, dass du eine besondere Beziehung eingegangen bist, in der das Ego seinen Segen erteilt hat. Denn Ärger ist sein Segen. Schatzi, das machst du nicht nochmal. Ja, so. Du hast dich nicht richtig verhalten. Das war nicht okay. Das lasse ich dir nicht durchgehen. Da müssen wir Maßnahmen ergreifen. Ich rede jetzt 3 Wochen nicht mehr mit dir. Oder 2 Wochen kein Sex. Oder was können wir noch verhängen? Na, bei Männern wirkt immer die Sexstrafe. Ne? Also wenn Entzug ist. Ne? Klar, damit kann man einen Mann treffen. Und die Frauen wissen das. Ja, klar. Ja, klar. Jedes Mal, wenn du dich ärgerst, kannst du sicher sein, dass du eine besondere Beziehung eingegangen bist, in der das Ego seinen Segen erteilt. Denn Ärger ist sein Segen. Der Ärger nimmt viele Formen an. Aber er kann diejenigen nicht länger täuschen, die lernen werden, dass Liebe keinerlei Schuld mit sich bringt und das, was Schuld mit sich bringt, nicht Liebe sein kann und Ärger sein muss. Genau. Das ist ein guter Satz. Wenn Schuldgefühle gemacht werden, wie sie uns selber machen oder anderen machen, wissen wir, wir sind im Ego-Wahn, in einer besonderen Beziehung. Es kann keine Liebe sein. Das schreit nach Heilung. Das braucht Heilung. Weiter nichts. Geistesschulung. Ohne Geistesschulung, welcher Art auch immer, es gibt sicherlich viele Wege, kommen wir aus dem Wahnsinn nicht raus. Kommen wir nicht. So, noch kurz 11. Der Heilige Geist kann nicht durch Angst lehren. Und wie kann er mit dir kommunizieren, solange du glaubst, kommunizieren heiße, dich selber allein zu machen? Es ist eindeutig wahnsinnig zu glauben, dass du durch Kommunikation verlassen wirst. Und dennoch, viele glauben es. Sie denken nämlich, dass sie ihren Geist privat halten müssen. Ja? Dass wir uns geistig vor dem anderen schützen müssen, uns trennen müssen. Sonst würden sie ihn verlieren. Wenn aber ihre Körper beisammen seien, bleibe ihr Geist ihr eigener. So wird denn die Verbindung von Körpern zu der Art und Weise, wie sie Geist von Geist getrennt halten möchten. Denn Körper können nicht vergeben. Sie können nur das tun, was der Geist anordnet. Richtig. Im Geist liegt die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit.
die Möglichkeit, die Erlösung zu wählen. Und deswegen ist das wesentliche Sprechen in Beziehungen natürlich ein ganz wichtiger Schritt, den es zu lernen gilt. Was ist wesentliches Sprechen? Ich offenbare meine Not dem anderen und der lernt, das auszuhalten und nicht wegzulaufen. Und der andere darf es bei mir genauso tun. Er darf seine Not auch mir offenbaren. Das, was Nelson Mandela in der Truth and Reconciliation Commission, in der Wahrheits- und Versöhnungskommission in Südafrika gemacht hat, ja, nachdem die Apartheid gefallen war, er hat Täter und Opfer an einen Tisch geholt mit dem Bischof Tutu zusammen und sie durften beide ihren Schmerz hinlegen. Und das gab ihnen eine neue Würde und eine Achtung auch vor dem anderen, dass sie sahen, auch die Opfer mussten erkennen, auch die Täter waren verzweifelt und sind es und wissen nicht, wie sie Heilung oder Frieden finden sollen. Das war ein sehr kluger Schritt. Und das müsste zur Kultur werden, ja, so im menschlichen, zwischenmenschlichen Umgang miteinander, dass wir lernen, das anzuschauen ohne Vorwurf. Ohne Vorwurf. Nicht du bist dafür verantwortlich, sondern dies ist meine Not. Bitte halte mich. Oder ja, lass uns gemeinsam eine Lösung suchen. So wie Dr. Helen Schuckman und ihr Kollege William Thetford aneinander krachten und rasselten regelmäßig. Und er fragte, aber Helen, es muss doch einen anderen Weg geben. Warum zerlegen wir uns hier? Müssen wir das tun? Und es gibt einen anderen Weg. Und dieser Weg ist unter anderem uns hier im Kurs geschenkt worden. Mich stimmt das sehr zuversichtlich, weil es ein Weg der Praxis ist, den jeder für sich gehen kann. Und den geht auch in gewisser Weise jeder für sich erstmal allein und doch in der Verbindung mit allen. Aber wir müssen da nichts missionieren. Ja? Geistesschulung wählt jeder für sich. Man kann das in Beziehungen nicht verordnen. Man geht mit leuchtendem Beispiel voran. Da sehe ich die Chance. Ja? Alles andere wirkt abschreckend. Nur nicht verordnen und missionieren. Das hatten wir alle schon mal. Zu viele Kollateralschäden. Nicht gut. Bitte lass. Okay. Ich wünsche allen eine gute Heimfahrt und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.